Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live 0800 220 50 50. Genau, das ist unsere Nummer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, plaudern wollt, was auch immer, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 50 51. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt wirklich Melanie. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. 21 Jahre alt. Genau. Stimmt. Das stimmt. Um was geht's, Melanie? Und zwar, das geht darum, dass ich in einem Nachtclub arbeite als Gogo-Tänzerin. Ja. Und ich habe einen festen Freund und halt nebenbei gehe ich dann noch abends mit den Männern nach Hause. Ach so. Also morgens nach der Arbeit. Ach so, und das heißt also nicht nur Gogo-Tänzerin? Sondern Gelegenheitshure. Genau. Hast du deinen Fernseher noch eingeschaltet? Nee, habe ich nicht mehr. Aha, weil ich gerade irgend so einen Schall hört. Nee, eigentlich nicht. Und dein Freund weiß von all dem nichts? Er weiß nur, dass ich Gogo-Tänzerin bin. Ach so. Das weiß er. Aber er weiß halt nicht. Er weiß halt nicht, dass ich abends oder morgens mit den Männern nach Hause gehe. Wie lange seid ihr schon zusammen? 1,5 Jahre jetzt. Und wie lange machst du diesen Job schon? Ja, seit ich 18 bin. Ach so, so lange ja. Schon. Also das heißt, 18 geworden und so reingerutscht. Also er hat dich kennengelernt, als du Gogo-Tänzerin warst? Genau. Hat er dich in einem Lokal oder in dem Lokal kennengelernt? Nee, wir haben uns ganz woanders kennengelernt. Also das war halt privat in der Disco, haben wir uns kennengelernt. Ist das dein Hauptjob oder machst du tagsüber auch noch irgendwas anderes? Nee, das ist mein Hauptjob. Was heißt Gogo-Tänzerin? Heißt das, dass du auch so Table Dance machst und so? Genau, das heißt das. Aber ich ziehe mich halt nicht ganz aus. Bleibt halt immer noch was an. Also kein Strip oder so. Halt das machst du dann später? Genau. Genau. Wie oft kommt das vor, dass du mit den Männern mitgehst? Ja, ich mache das halt 4-5 Mal die Woche, gehe ich da tanzen. Und mit den Männern gehe ich so, ja, halt nach Gelegenheit 2-mal, vielleicht die Woche 3-mal. Ja. Hast du dann immer nur einen Gast? Ja, klar. Naja, ich kann ja nicht während der Arbeitszeit weggehen, halt wenn das zu Ende ist, halt meine Arbeitszeit. Ja, also hängst du dann noch so einen Feier hinten ran? Genau. Mhm. Die Tatsache, dass du Gogo-Tänzerin bist, das macht deinem Freund nichts aus. Er hat mir halt so kennengelernt, wo ich das halt schon war. Ja gut, aber es könnte ja trotzdem sein, dass er sagt, hier, komm perspektivisch raus aus dem Job. Ich kann das nicht ab, wenn die anderen Typen dich da anglotzen. Nee, gerne sieht das natürlich nicht, ne? Aber irgendwie muss ich auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Und ich habe das gleich nach dem Abitur angefangen. Aber jetzt ist die Sache ja viel komplizierter. Genau. Seit 1,5 Jahren mit dem Freund zusammen. Mhm. Seit 1,5 Jahren... belügst du ihn nach Strich und Faden? Ne? Genau. Das ist halt ziemlich doof. Ja, finde ich auch. Nie Angst gehabt, dass das mal irgendwie durchsickert? Könnte ja sein. Alles kann irgendwie rauskommen. Natürlich, er fragt mich auch, wenn ich abends oder wenn ich morgens halt später nach Hause komme, wo ich die Zeit noch war, weil er weiß halt ungefähr, wann ich Feierabend habe. Ja. Das läuft immer so 2-3 Uhr. Ja. Und wenn ich dann um 5 oder 6 nach Hause komme, fragt er sicherlich, wo ich war. Aber und was sagst du dann? Halt, ich war noch mit Freundinnen weg oder so. Die Freundinnen, die halt bei mir mit dem Club arbeiten, mit denen war ich noch unterwegs. Also permanent immer lügen, 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 lügen. Genau, die ganze Beziehung ist auf Lügen aufgebaut. So, jetzt frage ich dich. Table Dance und Gogo tanzen ist ja alles okay. Warum das andere auch noch? Ja, das andere war halt, ich möchte meinen Freund halt ziemlich gern heiraten. Und er ist halt... Moment auch arbeitslos, er ist bei einer Zeitarbeitsfirma und wir haben ziemlich wenig Geld und dann sage ich halt, das ist ja nun völlig absurd. Das heißt, für deinen... Ja, genau, und deswegen habe ich jetzt ja auch ein Problem damit, weil ich weiß halt ich möchte... Ja, also das ist ja völlig absurd. Du für euch und für dich und für die Liebe gehst du auf den Strich, ne, muss man ja so klar sagen, und gefährdest damit genau das, was genau du... Genau das, was ich will. Genau das, was du willst und was du erreichen möchtest. Genau. Das ist eine absurde Situation, Melanie, finde ich. Ist es auch. Ich kann das einfach nicht mehr. Also. Wie ist denn dein Freund so gestrickt? Wenn der das rausbekäme, was wäre dann? Das wäre Schluss sofort. Definitiv. Definitiv. Auch verständlich, ne? Ich sehe das voll ein. Also wenn er das machen würde, würde ich es auch nicht dulden. Ja, es ist ja nicht nur die Tatsache, dass du das tust, sondern dass du die ganze Beziehung ihn über so belogen und betrogen hast. Das ist es. Ne, was ihn wahrscheinlich dann auch so verständlicherweise runterziehen würden.
würde. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, so, was? Sie wird ihn voll fertig machen. Ja, jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, ich irgendwie kann ich es auch nicht mehr. Nee, ich kann es auch nicht mehr. Also dieses Tanzen, das macht mir ja nichts aus. Das ist ja halt, das lässt mich keiner an und so. Aber ja, das mit den Männern, das kann so, ich was, nicht mehr. Was hält dich denn dann davon ab zu sagen, ich mache die Grenze hier, ich tanze, okay, das ist mein Job, damit ist er auch einverstanden, das weiß er, aber ich gehe nicht mehr in die Kiste mit den Typen danach. Warum ziehst du die Grenze nicht? Und bin auch dann bereit auf finanziellen also dass es finanziell nicht so toll läuft, bin bereit, das auch hinzunehmen. Ja, das Problem ist halt, ich habe meinem Freund halt gesagt, dass ich da halt so viel verdiene. Und wenn ich jetzt auf einmal mit weniger Geld nach Hause komme, das auch, dann wird er dann sagst du ganz einfach, die Zeiten ändern sich. Auch in unserem Gewerbe wird einfach weniger bezahlt, wie überall. Ich muss mich damit abfinden. Wenn es so einfach wäre. Ja, aber das ist doch die... Mein Gott, Melanie, da wirst du dir doch noch irgendeine Lüge ausdenken können. Du hast ja, aber ich will ja eigentlich nicht mehr lügen. Also am liebsten würde ich jetzt ganzen Krempel auf den Tisch tun und sagen, gut, so und so war es. Aber ich möchte ihn ja auch nicht verlieren. Ja, das ist jetzt... Er ist auch wesentlich, also was heißt, er ist wesentlich älter wie ich. Er wird jetzt 28, ich bin 21. Ja, und, das geht ja noch. Ja, aber was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir haben die Möglichkeit, dass du ab sofort damit aufhörst und den Mund hältst. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du ab sofort damit aufhörst und alles auf den Tisch legst und ihm sagst, in der Hoffnung, dass er dir verzeiht. Das wird er nicht. So, mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Nee, klar. Er wird mir nie verzeihen, das weiß ich. So, ich bin ja eigentlich immer auch so ein Befürworter, dass man so ehrlich wie möglich miteinander umgeht. Aber in so einem Fall fände ich es auch noch legitim, wenn du sagst, ich höre damit auf, ich versuche wirklich das Beste jetzt aus allem zu machen und versuche auch meine Fehler wieder gut zu machen durch gutes und ordentliches Verhalten und lege den Mantel des Schweigens auf das, was da hinter mir liegt. Das fände ich auch noch okay. Also man muss vielleicht auch nicht immer mit allen Fanfaren der Ehrlichkeit durch die Straßen laufen. Wenn du ihn so liebst und wenn das eine gute Beziehung ist, es ist eine gute Beziehung. Ja, auf jeden Fall. So. Sonst würde ich ihn nicht heiraten wollen. Dann bring verdammt nochmal auch ein Opfer, Melanie. Und hör auf jeden Fall auf erstmal. So, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, wenn es dich gewissensmäßig so sehr belastet, dass es ihm später irgendwann nochmal sagst. Also das ist jetzt wirklich sehr schwierig. Natürlich. Weil wenn du ihm jetzt auf den Tisch legst, du kennst ihn besser als ich und jeder Mann würde wahrscheinlich so reagieren. Klar. Bist du ihn los und bist du die Liebe deines Lebens vielleicht los? Genau so sieht's aus. So, dann halt deinen Mund, hör damit auf. Und zwar schon morgen. Natürlich, klar. So, und such dir vielleicht einen anderen Job, irgendwas, wenn du Geld brauchst. Müssen wir jetzt aber nicht erörtern, darum geht's gar nicht. Bitte? Ich sag, und da such dir vielleicht noch einen anderen Job, wenn du Geld brauchst, aber das müssen wir jetzt gar nicht erörtern. Und versuche einfach aus die vielen Fehler, die du gemacht hast, und du hast ja viele Fehler gemacht, du hast schlimme Sachen getan, einfach durch ein sensationell tolles Verhalten deinem Freund gegenüber in den nächsten Jahren in eurer Zukunft wieder gut zu machen. Ich glaube, dann hast du auch schon viel erreicht. Denn da hast du eine dicke Schuld im Nacken sitzen. Auf jeden Fall. Und das dauert eine Weile, ehe du die abgearbeitet hast. Na klar, ich komme auch jeden Morgen mit einem schlechten Gefühl nach Hause irgendwie. Ja. Klar, ich fühle mich da auch nicht wohl bei. Und wenn mein Freund dann sagt so, oder er möchte dann mit mir schlafen oder so, dann habe ich natürlich nicht mehr die Lust dazu. Und fühle ich mich auch schmutzig ihm gegenüber, ne? Weil er weiß das halt nicht. Und so, emotional ist bei dir alles klar, merke ich schon. Vom Herzen her. Ne? Dass du da raus willst. Natürlich will ich da raus, auf jeden Fall. So. Und jetzt, versuche vielleicht den Weg zu gehen, den ich gerade gesagt habe. Natürlich kann es auch sein, wenn das Gewissen jetzt so stark ist bei dir, dass du sagst, ich kann auch nicht mit so einer Lüge weiterleben, mit einer Lüge, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, da musst du halt alles riskieren. Das ist aber jetzt letztendlich deine Gewissensentscheidung, wie du das machst. Ich finde beides okay, ich finde beides akzeptabel. Nee, dann werde ich ihn, glaube ich, lieber nicht sagen. Sagte sie ganz kleinlaut. Nee, ich möchte ihn halt nicht verlieren, also. Alles Gute, Melanie. Dankeschön. Und viel, viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde im weiten Radio- und Fernsehland da draußen, 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Zum Beispiel Stefan hat angerufen. Stefan ist 40.
Ja, hallo. Hallo Stefan. Hallo Jürgen, grüß dich. Und? Ja, es ist schon spannend, plötzlich auf Leitung zu sein, wenn man das so sieht. Etwas zeitverzögert. Ja. Ja. Um was geht's denn? Ja, worum geht's? Ich habe eigentlich schon am Dienstag angerufen gehabt. Und deine Redaktion war so nett und hat zurückgerufen. Und ja, ich stehe auf reife bis sehr reife Frauen. Oh. Das ist mein Thema, ja. Auf reife bis sehr reife Frauen? Ja. Wann ist denn eine Frau reif oder sehr reif? Ja, das hängt oder hing immer ab von meinem eigenen Alter. Also als ich 7, 8, 9 Jahre alt war, da hatte ich so meine ersten Interessen so für Frauen und da waren es immer die, ja. Na, wie alt waren die da? Na, da waren die schon sehr, sehr reif. So also, alte Schabracken von 20 Jahren oder so. Ja, mindestens, ja. Ja, ja bestimmt, ja, natürlich. Und nun bist du ja auch schon in einem reifen Alter von 40. Ja, mittlerweile ja. Mittlerweile ja. So, auf welche Frauen stehst du heute? Wie alt sollten die sein? Ja, 60. 60? 60 älter, ja. 60 plus? Ja, plus. Plus wohin? Plus 10? Ende offen. Ende offen? Ja. Das heißt, die... Solange sie vital sind und solange sie offen auch für Sexualität sind, ist Ende offen. Das heißt also, eine nette, attraktive, auch sexuell noch interessierte Dame von, sagen wir mal, 82? Ja, kein Problem. Wäre durchaus möglich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, ja. Hast du denn im Moment eine Verbindung, eine Beziehung? Ich habe im Moment keine Beziehung. Also ich muss dazu sagen, ich lebe seit 95 allein. Die Mutter meiner Kinder, also ich habe zwei Kinder, die ist allerdings auch 10 Jahre älter als ich. Mhm. Aber es war einfach immer so, dass ich, also mich hat immer nur interessiert, wenn jemand sehr viel älter war. Ja. Also meistens waren es die Freundinnen oder Bekannten meiner Mutter oder meine, ja, irgendwo Tanten, also es musste alles sehr viel älter sein. Sag mal, wenn du auf die Pirsch gehst und willst 60-jährige Frauen plus, also 60 plus kennenlernen, wie du gerade gesagt hast, gibt's nach oben, ist die Skala offen. Wo lernst du die kennen? Ja, das ist ein Riesenproblem. Ja. Denn wenn ich sie kennenlerne, das tue ich natürlich schon, bloß dann nehmen sie mich eben halt nicht ernst mit dem, was ich ihnen sage. Warum? Also wenn ich denn, ja, weil sie eben halt dann kommen so Sprüche wie, ja mein Gott, ach, du bist ja noch so ein junger Hüpfer oder sowas. Und ich meine es dann völlig ernst und die fühlen sich verarscht. Ich habe einen Bekannten, der ähnlich gestrickt ist wie du. Ach, das ist interessant, ja. Ja, und der sagt, dass das nicht so schwierig ist. Der sagt, dass die Mädels, die älteren Mädels, sich durchaus freuen, wenn da so ein junger Spund kommt und sie anbaggert. Ja, durchaus schon, aber sie nehmen es nicht ernst. Also sie glauben nicht, dass ich sie wirklich meine. Also dass ich ernste Absichten hege. Ich meine, ich habe... Was sind denn deine Absichten? Sind die Absichten wirklich Sex mit den älteren Damen zu haben? Oder würdest du dich auch gerne richtig verknallen und eine Beziehung mit einer älteren Frau führen? Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst mal sexuell, weil sie reizen mich halt. Ja, was ist reizvoll an sehr viel älteren Frauen? Ja, die Reife, die ja, diese Abgeklärtheit und... Gut, das ist was Geistiges. Ich meine jetzt, was ist sexuell reizvoll? Es geht jetzt um Körper. Sexualität ist Körper. Na, eine reife Frau genießt halt richtig, ne? Also wenn ich mit einer reifen Frau, also mit einer älteren Frau, also für mich auch, also die älteste war 72, wenn ich mit der Sex habe, dann genießt sie das auch. Ich könnte mir vorstellen, dass die älteren Frauen aufgrund ihrer großen Erfahrung vielleicht die viel besseren Frauen im Bett sind als die jungen Dinger. Kann das sein? Sie machen nicht viel Federlesen drum, weil sie wollen einfach nur genießen und das können sie auch. Also sie genießen halt und ich genieße es dann genauso, weil ich halt sehe, also ich denke mir manchmal wirklich, dass sie eben halt meinen, ja gut, wer weiß, wann ich das nächste Mal mit einem jungen, knackigen Kerl im Bett liege. Ja. Und deswegen genieße ich das. Wie ist es? So. Ja, also ich meine das gar nicht nur bezogen auf genießen, sondern dass die einfach sexuell aufgrund ihrer Erfahrung so viel wissen, dass die wirklich abgehen wie eine Granate. Vielleicht noch viel mehr als junge Frauen. Frage ich, sag ich. Du bist der Fachmann, ja, du musst sagen ja oder nein. Das heißt, der Fachmann, also ich habe noch keine Frau gehabt, also keine ältere Frau,
die jetzt nicht zum Orgasmus gekommen ist, weil sie halt genau weiß, was sie will. Genau, so meine ich. Ich glaube, dass es eigentlich nicht daran liegt, wer ich bin oder was ich tue, sondern sie weiß, was sie möchte. Ja, und ihren Körper und sie kennt sich und das, was sie so, möchte. So, nochmal, zum sexuellen Reiz. Der normale Mensch oder der normale Mann ist ja irgendwie so programmiert, dass er so auf knackige junge Frauen steht. Normalerweise. Ja. Normalerweise. Ne? Nur ist, wenn man 60 ist, hat man nicht mal so einen Knackpo wie eine 20-Jährige und die Busen sind auch nicht mehr so wie in jungen Jahren. Ja, wunderbar. Und so weiter. Dieses, wenn es da ein bisschen hängt und schrumpelig ist und so, macht dir nichts aus, findest du? Im Gegenteil, das finde ich unheimlich reizvoll, weil für mich hat das alles etwas von, ich weiß gar nicht, was ich sagen, wenn ich einer älteren Frau zum Beispiel die Hand gebe, dann ist die meistens sehr trocken und sehr warm und sehr ruhig. Ja. Und das strahlt eben auch eine Ruhe aus und eine Geborgenheit, wo ich mich wohlfühlen kann. Küsst du gern alte Frauen? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Küssen ist für mich das A und O. Also ohne Küssen geht gar nichts. Ne? Ja. Also Küssen ist für mich, klar, erstmal das Intimste sowieso. Ja. Aber das ist natürlich das Nonplusultra. Wenn ich eine reife, schöne, voll Frau, ein Vollweib küssen kann, das ist natürlich genial. Die dann auch durchaus 78 sagen kann. Ja, natürlich. Ja. Nun sagt man ja immer, dass auch der Geruch des Körpers sich im Laufe des Alterns verändert. Dass ältere Menschen anders riechen als junge Menschen. Ja. Das heißt, du magst auch den Geruch von alten Frauen. Ja, ja. Mhm. Das heißt, ich glaube, also ich finde nicht, dass sie älter riechen, sondern sie riechen halt anders. Das anders, genauso. Anders riechen sie. So, jetzt nochmal zur Trefferquote. Du sagst, es ist schwierig und die nehmen mich nicht ernst. Das ist schwierig, ja. Meine Frage vorhin war ja, wo du die findest. Gehst du in Kneipen? Ja, ich gehe dann in Kneipen. Ach, du bist in Kneipen. In Tanzlokale, also nach Köln rein und da finde ich die dann. Aber die kölschen alten Mädels sind doch wahrscheinlich aufgeschlossen, oder? Ja, aber es muss auch irgendwo knallen dann. Also also ein Erlebnis hatte ich gehabt, das ist ein paar Jahre her. Da war eine Dame, das ist ein paar Jahre, ist 8 Jahre her, 32 war ich da und die war 72. Mhm. Und wir haben uns gesehen und wir waren eine Stunde noch im Lokal, haben gesagt, so, und jetzt fahren wir zusammen weg. Und dann haben wir eine ganze Nacht unheimlich guten Sex gehabt. Ja. Das Problem ist, dass diese Frau eben halt auch, die war leider zu dem Zeitpunkt tablettenabhängig. Die hat irgendwie einen Lauf gehabt, keine Ahnung. Was hat die einen Lauf gehabt? Ja, also so, die war so richtig so, also euphorisch in ihrer ganzen Art. Ja. Hat mich aber unheimlich angesprochen. Ja, und? Fand ich das toll. Ja, gute Nacht gehabt? Ja, natürlich. Und wo liegt das Problem? Ja, das Problem liegt darin, dass sie danach eben halt von den Tabletten runter war. Und dann meinte, sie wäre eine alte Frau und könnte so nicht, sie könnte, weil da hat sie mit ihrem Sohn gesprochen, der Sohn hat gesagt, du kannst doch nicht mit so einem Kerl, mit so einem jungen Kerl was anfangen und in deinem Alter. Also ich höre schon, dass es ein schwieriges Unterfangen ist. Ich habe jetzt eine 68-Jährige kennengelernt und die Dame fand ich von Anfang an unheimlich, weil sie war auch so, sie war so fit. Ja. Sie steht mir gegenüber und hat ganz kräftige Ausstrahlung. Und die hast du neulich kennengelernt? Die habe ich neulich kennengelernt. Ja. Und wie ist der Stand der Dinge? Bitte? Wie ist der Stand der Dinge? Ja, ich habe sie nur einmal gesehen. Muss sie wiedersehen. Ich habe also weder eine Nummer, wahrscheinlich sehe ich sie wieder in dem Lokal, wo ich dann ab und zu mal verkehre. Ich war jetzt aber auch 10 Tage nicht mehr da. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht viele ältere Frauen und Damen durchaus Lust hätten auf einen jüngeren Typ, sich aber auch wiederum nicht so trauen, weil was sagt dann Totchen von nebenan und die Nachbarin und die Schwester und weiß ich was alles. Ja, also kurz gesagt, ich meine, wir haben jetzt glaube ich noch eine Minute oder so, kurz gesagt, die Frauen, auf die ich stehe, die sind groß geworden in den 50ern. Ja. Und die waren scheiß prüde. Ja. Die waren wirklich so prüde, das ist das Alter meiner Mutter. Mhm. So. Das geht nicht. Das kriegen die niemals so richtig gebacken, dass ich da wirklich sage, ey, ich will was von dir. Ja. Entweder glauben sie es nicht oder sie finden das als... aber offensichtlich gibt es ja schon doch einige, wo es dann doch funktioniert. Ja, das ist aber selten. Ich bin völlig erstaunt, dass du unsere Uhrzeit im Kopf hast, wie lange wir jetzt miteinander reden. Na, weil ich habe immer alles gerne im Blick. Das ist sehr schön. Aber in der Tat, es war sehr nett, Stefan, mit dir geredet zu haben und wünsche dir eine tolle ältere Frau.
hier in Köln. Vielleicht ruft ja eine nette Dame an. Die dich kennenlernen möchte. Die gerne kennenlernen möchte. Ja, dann verkuppeln wir euch. Genau. Bitte, die habt ihr ja. Gut, Chef. Alles Gute. Ganz klar, also klasse Sendung. Ich gucke dich sehr gern und sehr oft. Schon seit, ich glaube, 95 seid ihr auf Sendung. Ne? So lange sind wir auf Sendung. Ja, so lange gucke ich auch schon. Danke fürs Kompliment. Nicht immer, aber mach so weiter. Dankeschön, tschüss. Ja, danke, tschüss. So, ihr Lieben, Sonja ist hier. Die Sonja, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, weil ich mich schon des Öfteren ja aufgeregt habe, dass Leute bei dir anrufen ja? und sagen, also Frauen, die sagen, sie können keinen Orgasmus bekommen, sie ja. glauben, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Ja, höre ich oder sehr oft hier. Genau. Und mhm. gestern hat ja auch ein Freund angerufen, der gesagt hat, seine 17-jährige Freundin könnte da keinen Orgasmus bekommen und so weiter. Das war der Jochen gestern. Genau. Genau. Und ja, die Leute tun mir immer unheimlich leid, ja. weil ich mir denke, das kann es ja wohl nicht geben, weil also ich der Meinung bin, dass es eben den vaginalen Orgasmus gar nicht geben kann. Also den gibt es einfach nicht. Sondern weil, wenn man, den Klitoral. Genau. Ja. Die Erregung der Frau findet einfach nur statt durch die Klitoris und nicht in der Vagina. Ja. Deswegen kann auch beim ganz normalen Geschlechtsverkehr meiner Meinung nach kein Orgasmus stattfinden. Also wäre dein Ratschlag und dein Tipp, dass die Jungs sich mehr um die Klitoris bemühen sollten, kümmern sollten? Genau, also ich finde schon, dass natürlich der Geschlechtsverkehr zudem noch eine Verstärkung ist. Ja. Also die Frau allein wird erregt, der klassische Orgasmus findet nur durch die Klitoris statt. Ja. So wahrscheinlich, ich stelle mir den, man kann es ja immer nicht sagen, wie ihn der Mann empfindet, aber ich stelle mir vor, dass es eben dann genauso ist wie beim Mann, dass eben so dieser atemlose Höhepunkt kommt und dann dieses Abflauen, genau. Ja. Und dass man die Klitoris durchaus vergleichen kann mit der Eichel, ne? Genau. Genau, dass das eine Mini-Eichel ist letztendlich. Ne? Genau, das ist dasselbe. Und da gibt es auch viele, viele Techniken, dass man vielleicht während des Geschlechtsaktes halt auch manuell noch ein bisschen nachhelfen kann. Ne? Genau, und das wäre eben dann die Lösung des Ganzen. Ne? Dass ja. eben die Frau also nicht unter dem Zwang steht, weil man steht ja dann, die Frau steht immer unter einem unheimlichen Zwang, ja. Weil der Mann ja die Frau befriedigen will. Das ist ja so das oberste Gebot, die Frau zu befriedigen, und er zögert es noch immer weiter raus. Die Frau hat dann den innerlichen Drang, ich muss jetzt irgendwie was vorstellen, sonst macht er nicht zu Ende. Ich will mal sagen, wär's mal so, dass das oberste Gebot ist, die Frau zu befriedigen. Ich gehe mal davon aus, dass sehr viele Männer sich da überhaupt nicht groß drum kümmern, sondern dass die sich nur um ihre eigene Befriedigung kümmern. Gibt es natürlich auch. Ja. Aber es gibt eben, ich rufe ja an wegen der Leute, die sich eben Gedanken drum machen und die sich wirklich fertig machen aus diesem Grund. Ja. Und die Frau, wie gesagt, kommt natürlich dann auch in gewissen Zwängen, weil sie jedes Mal das Ding vorspielt. Genau. Der Mann denkt natürlich, ja, das stimmt schon, hat schon alles seine Ordnung, die bekommt immer ihren Orgasmus. Es ist aber irgendwann nicht so, und die Frau sagt es irgendwann dem Freund und der fällt aus allen Wolken. Ne? Wie hast du denn, du bist 29 Jahre alt, ne? Ja. Ja. Wann hast du denn entdeckt, hey, der Hauptbereich ist die Klitoris, damit fahre ich am besten, damit komme ich am besten an. Wann hast du das entdeckt für dich? Also ich habe das schon sehr früh gemerkt, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe schon sehr früh mich mit dem Ganzen beschäftigt, natürlich wie man auch zur Selbstbefriedigung kommt, ne? Und dadurch merkt man das einfach, also die Frau fängt ja nicht an, irgendwie sich den Finger in die Vagina zu stecken und dann irgendwie Gefühle zu bekommen, sondern einfach die Klitoris zu stimulieren. So, aber das ist aber auch ein ganz großes Thema, Sonja. Ich glaube, dass ganz viele Frauen, auch mit denen ich schon gesprochen habe, dass die eben auch den Akt der Selbstbefriedigung eben nicht beherrschen. Genau. Ne? Und ich denke auch nur, dass eine Frau wirklich wissen kann. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was der Orgasmus wirklich ist, die nie Selbstbefriedigung betrieben haben. Bin ich ganz sicher. Dann können Sie es nicht wissen. Ja. Weil, also bei mir ist es zum Beispiel so, es ist auch ein sehr erhebendes Gefühl, mit dem Mann zu schlafen. Das ist eine rein emotionale Sache und aus der Liebe heraus. Also ich auch sage, das macht mich genauso atemlos. Ja, ja. Aber dieser körperliche Höhepunkt kann nur durch die Klitoris stattfinden. Ja. Und der andere ist eher ein emotionales,
hin und weg sein. Also ist ich, auch super schön. Ich betrachte, aber ist nicht das Gleiche. Ich betrachte diesen Anruf deinerseits wirklich jetzt als Info-Anruf, ne? Ja. An die Frauen, die solche Probleme haben, kümmert euch mehr um eure Klitoris. Genau, und es kann ja nicht sein, weil viele sagen, es stimmt bei ihnen was nicht und vielleicht G-Punkt ist ja auch solch eine Lüge, also gibt's nicht. Ich meine, es kann ja nicht, ich meine, alle meine Freundinnen, wenn man offen darüber spricht, ich kenne keine, die einen vaginalen Orgasmus jemals hatte. Mhm. Und es ist nicht eine Sache von sich fallen lassen oder zu angestrengt sein. Nein, es gibt das nicht. Die Natur hat ja nicht zwei Wege erfunden. Ich kann nicht sagen, ah ja, heute machen wir mal den vaginalen Orgasmus und ja, heute machen wir mal auf die Klitoris. Nein, es gibt es nicht. Ja. Und die Lösung ist nur, also entweder viele sagen ja, ich kann nur oral oder nur, wenn mein Freund mich mit der Hand nimmt, ist ja klar. Ne? Ja. Und entweder gleichzeitig, wenn man dann schläft, dass der Mann eben oder die Frau selber, wenn sie sich traut, wenn das Vertrauen sehr hoch ist, kann die Frau noch gleichzeitig die Klitoris stimulieren und so auch den Orgasmus bekommen. Ja. Also, ich hoffe, dass das gut rübergekommen ist und als guter Tipp auch so verstanden wird für oder bei den Frauen oder bei den Paaren, wo die Probleme da sind. Ja. Und es gibt wirklich erstaunlich und erschreckend viele Frauen, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Ja klar, wieso gibt es in Ehen so viele Frauen, die keine Lust haben? Ja. Mensch, wenn der Orgasmus ist ja was Tolles, dann wenn der genauso wäre wie beim Mann, dann hätte ich doch auch jeden Tag Lust. Ja, klar. Ja? Also, unsere perfekte Orgasmusberaterin Sonja war das. Ich danke für den Anruf. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Von Sonja zu Susanne, 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo Susanne. Hallo Susanne. Komme ich gleich ins Stottern. Ja. Um was geht's denn? Ja, ganz einfach. Also ich sehe die Männer als wertlos an. Ach, du siehst die Männer als wertlos an? Genau. So. Ja. Ja, dann machen wir gleich wieder mal Schluss mit dem Telefon. Nee. Du siehst die Männer als wertlos an? Ja, auf jeden Fall. Hä? Warum? Na, weil... Also wenn ich jetzt in die Disco gehe oder so, ja? Ja. Und da sehe ich total die überheblichen Kerle da rumflitzen und alles, ja? Was meinst du, wie viele überhebliche Frauen es da auch gibt? Naja, nicht so viele wie Männer. Ach, eingebildete Zicken und so. Nee, das stimmt schon so. Und ja, und es ist einfach dann total schwer, an sie ranzukommen, aber dann geht das dann doch schon. Und es ist einfach total die Befriedigung, dann zu sehen, dass sie sich doch ganz einfach dann knacken lassen. Achso, du knackst die Jungs dann? Und dann lässt du fallen, weil sie uninteressant sind. Wie eine heiße Kartoffel. Genau. Das heißt, du lässt die gar nicht an die... Was heißt denn knacken? Lässt du die an dich ran auch richtig? Ja. Das heißt, Sex gibt es schon? Genau. Ja. Mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran. Und nachdem es passiert ist, sagst du... Das war's. Tschüss. Ja, es war schön und tschüss. So saugst du also die Männer aus? Naja. So beutest du uns aus, die wir es gut mit dir meinen? Naja. Wie viel hast du denn schon so... durchgezogen in dieser Art und Weise? Oh, also irgendwann hört man auf zu zählen. Wie bitte? So viel? Ja. Du bist 22? Ja, ich weiß. Ich würde mal sagen, du hast vielleicht so 10 Typen gehabt? Nee. Nee, sag, wie viel? Nee, es waren schon ein paar mehr, also so 15 waren es bestimmt. 15? Ja. Ah, geht ja noch. Ja, geht noch, ne? Also gab es denn eine längere Beziehung schon? Ja, die gab es mal vor ein paar Jahren. Bis zu welchem Alter? Bis 18. Und seit deinem 18. Lebensjahr dann betreibst du dieses Spielchen? Nee, das hat erst vor kurzem angefangen, so vor einem halben Jahr. Ach so, vor einem halben Jahr. Mhm. Dann ist 18 natürlich viel. Ja, das ist schon heftig. Ja, das liegt aber an den Männern. Das machen die aus einem. Aha, also wenn ihr euch schlecht verhaltet, ihr Mädels, dann machen wir das, ja? Dann sind wir also schuld. Wir sind's immer schuld, ja? Ja. Mann, was sollen wir denn machen? Sollen wir euch noch mehr auf Händen tragen, wie wir es schon tun? Ihr Prinzessinnen da draußen? Ja, das wäre doch mal was. Was kritisierst du denn, abgesehen davon, dass wir natürlich alle arrogant sind, was kritisierst du denn sonst noch an uns Männern? Oberflächlich seid ihr. Oberflächlich sind wir. Ja. Und ich weiß nur, ihr könnt irgendwie in eine Beziehung ganz so eingehen wie Frauen. Was können wir? Ihr könnt sogar einsteigen wie eine Frau in eine Beziehung. Wir können nicht so einsteigen. Nee. Ihr habt immer so, keine Ahnung. Wir sind immer schwanzgesteuert, willst du sagen, ne? Ich höre es doch schon dadurch, zwischen den Zeilen, was du so sagst. Genau. Wie würdest du dir denn die Männer wünschen?
Oh. Oh. Oh, interessant. Ja, wie ich mir es wünschen würde. Oh Gott, das muss wirklich gebacken werden. Naja, sag mal so ein paar Eigenschaften. Sensibel natürlich. Ja, das auf jeden Fall. Ja? Ja, romantisch. Romantisch. Total verschmust. Ja. Ja? Ja. Kann es sein, dass du vielleicht lesbisch bist? Nein. Nein. Ist ja nur eine Frage, ist ja nicht böse gemeint. Also definitiv nein. Also Sex macht ja schon Spaß, aber nee, mit der Frau, das muss nicht also, sein. Also du sprichst wirklich wie eine Frau, die ja. mal von einem Typ sehr enttäuscht worden ist. Ja. Ist so, ne? Ja. War das die längere Beziehung? Genau. Was hat der Böses dir angetan zum Schluss? Oder überhaupt? Oh, also da ist genug passiert. Also da bin ich wirklich durch die Hölle gegangen. Mhm. Also von eingesperrt sein bis überschlagen und ja. Mhm. Gut, dann hört der Spaß jetzt auf, ne, wenn man sowas hört. Mhm. Dann ist es auch verständlich vielleicht, dass du so reagierst, Susanne. Mhm. Aber letztendlich ist es dir auch klar, dass das eine überzogene Reaktion ist. Ne? Natürlich sind nicht alle Typen so, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja, natürlich, aber irgendwann sieht man sie genauso. Ja, aber das verblendet einen vielleicht auch oder verblendet eine Frau auch, dass du gar nicht im Blick hast für die durchaus auch guten Typen, die überall rumlaufen. Mhm. Ja, das mag sein, aber die sehe ich dann in dem Moment nicht. Ja, das ist schlimm. Und wie soll es weitergehen? Bis ins Rentenalter so die Jungs durchziehen? Nee, wenige. Irgendwann muss doch mal gut sein mit der Rache. Ja, aber das ist alles so leicht gesagt. Nein, aber ich will es wirklich nicht ins Lächerliche ziehen. Wenn du üble Sachen erlebt hast mit Schlagen und ja. Einsperren und so, ja. dann hat das natürlich seine Spuren hinterlassen. Mhm. Nur wenn du jetzt, sage ich jetzt auch, wenn du jetzt so krass reagierst auf Dauer, tust du dir ja auch immer weiter schlecht. Ja, das stimmt. Nämlich denn letztendlich gehst du ja auch gefrustet daraus. Mhm. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann ja auch wieder eine Nähe suchst und vielleicht ja eine glückliche Beziehung auch gerne führen möchtest. Ja, eigentlich schon. Ja, und das geht eben nur, wenn du irgendwann halt auch einem Typ mal wieder eine Chance gibst, der einigermaßen okay wirkt. Mhm. Ja, aber die Chance gebe ich mir erst gar nicht. Das ist es ja. Ja, das ist es ja. Das ja. ist es ja. Mhm. Wie lange hat denn diese schlimme Beziehung gedauert? 2 Jahre. 2 Jahre. Wirklich mit Einsperren? Ja, ja. Hat er dich schlimm geschlagen? Ja, nee. Also schlimm jetzt nicht. Mhm. Aber es war halt schon für eine Frau heftig genug, dass es überhaupt so ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu weitreichend ist, aber ein Versuch wäre es zumindest wert, wenn du ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen würdest. Mhm. Ja, okay? Ja. Ja? Peter heißt ja heute Nacht. Mhm. Du legst auf, Peter ruft dich an. Okay. Alles Gute. Okay, bis dann. Tschüss, Susanne. Tschüss. Willi, 41 Jahre alt, guten Morgen. Hi, Domian. Hi, Willi. Heißt du Domian? Mit Nachnamen, ja. Ach so, okay, Herr Domian. Ja, Herr Willi, guten Morgen. Hi. Ja, Willi, über was reden wir? Ja, ich hab jetzt gerade so rumgezappt. Ja. Habe ich gesehen und dann habe ich die Frau gehört mit diesen Orgasmen. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Ist Quatsch? Ja, total. Sagst du? Das ist so. Aus deiner Erfahrung? Na klar. Dass klitorismäßig nichts läuft, oder was? Blödsinn. Doch, natürlich läuft da auch was, aber das ist, definitiv stimmt das nicht, von wegen mit den Frauen, die da, dass es sowas nicht gibt und so, das ist totaler Quatsch. Aha, aber es war nur immer eine Frau, die es gesagt hat und die muss es ja wissen, oder? Alles schwarzarmäßig, Domian. Das, da muss man wirklich zu sagen, also das stimmt, da gibt es so ein Dummfickgut. Und das muss ich sagen, stimmt total. Ja, das ist aber jetzt sehr platt. Ja, aber es ist leider Gottes doch. Umso gebildeter die Mädels sind, umso mehr reden die so wie deine Susi von vorhin. Sonja hieß sie. Sonja. Aber wenn Sonja für sich das auch so entdeckt hat... Ja, das ist auch nur Sonja. Nee, das ist nicht nur Sonja. Nee, ich weiß, es gibt auch viele so, aber das sind halt, wie gesagt. Und du kannst dich ja eben nicht so in die Frauen hineinversetzen. Du weißt doch gar nicht. Ich kann das total gut, weil ich habe viele Frauen. Ja, aber du bist keine Frau. Ja, ich weiß, und du weißt, was da abgeht. Ja, aber du weißt überhaupt gar nicht, was genau, das weißt du unter Umständen nicht, was genau in der Frau abgeht. Also Domian, dann müssten die ja alle, also die ich so kenne und mit denen ich so zu tun habe, die müssten ja alle saublöd sein. Wie viele Frauen hast du schon gehabt in deinem Leben? Das weiß ich nicht. Wie viele also, Frauen hast du so im Jahr? Bitte? Wie viele Frauen hast du so im Jahr? Puh, sagen wir mal so. Also du bist... sagen wir in der Woche 3. In der Woche 3 verschiedene Frauen? Ja, mindestens. Das heißt, du bist nicht in einer festen Beziehung? Doch, ich bin verheiratet. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Ja. Na, deine Frau möchte ich auch nicht sein. Die macht da mit. Ach, die macht da mit, die weiß ja. das. Die weiß nicht ganz alles, aber doch ziemlich viel. Und du hast nebenher durchschnittlich 3 Frauen, ne? Ja, das ist so, wir sind auch Swinger.
Achso, ich wollte gerade fragen, sagt der Swinger, ja. Ja, und ich habe auch noch, nebenher halt, habe ich noch zwei Verhältnisse. Das weiß die Frau? Das weiß ihr. Mhm. Hat sie auch solche Sachen am Laufen? Nee, das ist nicht ihr Ding. Ist nicht ihr Ding, nur sie toleriert es. Sie findet das ganz gut, ja. Ah ja. Also das ist einfach, dann nerve ich sie nicht so oft. Aha, das heißt also, das heißt also, dass du schon durchaus erfahrener Sexbursche bist. Würde ich schon sagen, ja. Kann man so sagen. Ja. Und aus dieser Erfahrung sprichst du dann auch, was du gerade gesagt hast. Also es ist so, also das mit diesem klitoralen Orgasmus, das stimmt ja bei einigen, natürlich. Mhm. Und aber ich denke mir mittlerweile, wir leben ja im Jahr 2003, ja. Dann, wenn man jemand jetzt kennenlernt und gerade in unser, also in meinen, wenn ich jetzt, ich war heute Abend auch weg und habe auch jemanden kennengelernt. Ja. Und mit der habe ich es vorhin im Auto gemacht und weil die verheiratet ist und wir nicht zu der wollten und bei mir sieht es im Moment ein bisschen chaotisch in der Wohnung aus. Und wenn die nur so kommen kann, dass es also, dass man ihr halt oral befriedigt oder sonst, dann kann sie das doch sagen. Mhm. Ja, da redet man doch drüber. Und wie gesagt, das ist wirklich so, Domian, also das sind halt meine Erfahrungen. Umso gebildeter die sind. Na gut, das hast du ja schon gesagt. Jetzt sag mal bitte deine Meinung zu folgendem Phänomen. Ich weiß nicht, ob du meine Sendung öfter verfolgst. Nee, habe ich noch nie gesehen. Ach so. Und es gibt schon fast 9 Jahre. Entschuldigung. Macht nichts. Also ich habe wirklich in diesen Jahren mit unglaublich vielen Frauen schon gesprochen, mit Jungen und mit Alten, ja. Egal welchen Alters, ja. Die sagen, ich komme nicht zum Orgasmus. Ich komme selber nicht, ne? Das gibt's manche ja auch. Sogar selbst nicht. So, das du mit ja deinem tatsächlich. Du mit deinem Erfahrungshintergrund, was würdest du denn diesen Frauen jetzt raten, wenn du nur mit ihnen sprechen würdest? Ja, also das tue ich ja. Ich lerne auch so Frauen kennen. Ja gut, was sagst du ihnen? Ja, ich frage als erstes dann, wie ist es denn, wie kommst du denn mit dir selber zurecht? Und ich habe die Erfahrung gemacht, die haben auch davon überhaupt keine Ahnung. Ja. Also ich habe vor, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich eine Frau kennengelernt, die war so an die 50, die erzählt mir glatt weg, sie hätte in ihrem Leben noch nie einen Orgasmus gehabt. Ja, was meinst du, wie viele Frauen es gibt, die 50 echt? Sind? Ja. Also das war jetzt das erste Mal. Und dann habe ich gefragt, ja wie, ja, sagt sie so und so, sie hätte ihren Mann kennengelernt, sie wäre 20 Jahre verheiratet gewesen. Ja. Und da habe ich gesagt, ja und vorher, nee, das wäre ihr erster Mann gewesen und ja. Da wäre es aber nichts gelaufen, da wäre sie nie gekommen und dann haben sie sich irgendwann getrennt und hat sie einen anderen kennengelernt, der war Trinker und der hatte Potenzprobleme. Ja, klar, die Geschichten kenne ich auch. Aber meine Frage war jetzt an dich, ja. was abgesehen von dem Ratschlag, beschäftigt euch mit euch selbst? Ja klar, das ist das Erste. So, was würdest du den Frauen weiter sagen oder raten? Also Domian, wenn du rausfinden willst, wie Zigaretten schmecken, dann kann ich dir das nicht erzählen. Das musst du selber probieren. Mhm. Und da muss man doch erstmal sagen, hör mal, dann zum Beispiel, es gibt ja welche, die mögen Videos oder das gibt ja alles Unterschiede. Dann lege ich mich mal hin und konzentriere mich mal und fummel mal an mir selber rum. Das ist ja. doch logisch, damit ich mal weiß, Mensch, wo gefällt mir das denn und was gefällt mir da? Und vielleicht ist das, es gibt ja wirklich, es ist ja auch ein Problem, das ist ja auch eine Schande für uns Männer, ja. was es da ja teilweise für Gestalten anscheinend auf dem Markt gibt, ja. was die da für Sachen fabrizieren, so nach dem Motto. Ja, die sich eben nicht um die Frauen kümmern. Richtig. Ja, die haben. Das ist das Problem, die haben gar keine Ahnung davon. So. Die wissen, also ich habe vor einiger Zeit mal so Stefan Raab gesehen, ja. Klitoris. Ja. Wissen die gar nicht, was es ist. Wissen gar nicht, was es ist, sind 50 Jahre alt. Ja, ja. Also, aber wie gesagt, da muss man sich erstmal mit sich selber befassen und wenn man mit einem Mann, das kann man auch mit einem Mann zusammen, ja. wobei ich da kein guter Lehrer bin, also ich, das ist nicht so mein Ding, jemand da, aber dann, wenn man mit einem Mann zusammen ist, man kann doch sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Also, was ist so die Quintessenz, dass sie wenigstens lockerer rangehen sollen? Auf jeden erstmal das. Sowohl lockerer mit sich selbst, als auch lockerer mit einem Partner. Wenn sie es denn wollen. Es gibt ja auch welche, die wollen das ja gar nicht. Ja. Also es gibt ja auch welche, diese ganz verkniffenen, wo man schon am Gesicht sieht, ja. das ist denen total zuwider, denen überhaupt zu nahe zu kommen. Die würde ich auch nie ja. ansprechen. Das also, gibt's ja auch, man hört schon wirklich aus jedem Satz, dass du eine riesen Latte an Erfahrung hast hinter dir. Ne? Domian, du wirst nicht glauben, ich krieg fast jede. Ja. Weil das ist ganz einfach. Das sieht man doch. Ich spreche da nicht die an, wo ich direkt sehe, pass mal auf, typischen Studenten, Willi, da gehe ich doch gar nicht hin. Jetzt werden ganz viele denken, mein Gott, was ist das für ein Schwätzer, dieser Willi. Nein, ich will dir auch den Laden nennen, wo ich heute Abend war. Ich will es ja erklären, ich will es gerade erklären. Ich will dich gar nicht angreifen.
ich bin sicher, dass ganz viele sagen, Mann, ist das ein Schwätzer. Ja. Aber ich habe noch einen anderen Bekannten in meinem Bekanntenkreis, der so ähnlich gestrickt ist wie du, der wirklich auch nicht der Adonis ist äußerlich. Ja. Der kriegt fast jede Frau. Ich stehe immer fassungslos daneben, wie der das macht, wie der charmant an die rangeht und die Frauen umgarnt und plötzlich hat er sie. Ne? Ja, natürlich. Wo manche Männer baggern und baggern und baggern und sie schaffen es nicht. Das sehe ich schon gar nicht so. Aber es gibt so Männer halt, wo es die meinst, das können. Die baggern und baggern und baggern. Ja, und wo es dann nicht klappt. Doofköppe. Ja, wo es dann nicht klappt. Aber es ist doch so, ich meine, ich war heute Abend hier in einem Pub bei uns in der Nähe, ja. Da geht man rein, da stehen zwei Mädchen zusammen, zwei Frauen zusammen, man sieht, die haben ein bisschen was intus und man guckt ein bisschen rüber, die gucken direkt schon zurück, da sieht doch jeder Jäger so vor Ort, ja klar, da geht was. Also, da geht man hin und redet mit denen und nach zwei Minuten sagt die eine, naja, ich würde ja auch nicht von der Bettkante stoßen. Ja, die Sache ist gelaufen. Also, unser Großwildjäger Willi war das gerade. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute weiterhin. Julian, alles Gute. Tschüss. Tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Holger, 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Holger. Hallo, Domian. Um was geht's? Es ist ein recht trauriges Thema, sag ich jetzt mal. Es geht um meine Freundin. Also, die ist auch 21 Jahre alt. Ja. Und die ist in der Kindheit sexuell missbraucht worden. Mhm. Wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Also wir sind jetzt seit 2,5 Jahre zusammen. Ja. Und also ich weiß es von Anfang an der Beziehung. Sie hat es dir von Anfang an erzählt? Sie hat mir das von Anfang an erzählt, das wusste ich. Und der Zeitraum sind etwa 5 bis 12 Jahren. Also in dem Zeitraum. So lange? Ja, recht lange. Von wem? Also vom Stiefober und vom Onkel. Wobei man sagen muss, der Stiefober, der ist mittlerweile tot, zum Glück. Mhm. Und der Onkel, der ist sehr stark behindert. Ich habe ihn schon kennengelernt und... Aber wie gesagt, der ist ja wirklich sehr stark behindert und aber trotzdem. Also lass uns erst nochmal das festhalten. Es ist ja wirklich wieder ein erschütternder Zeitraum, ne? Vom 5. bis 12. Lebensjahr. Ja, also etwas, ich weiß, es kann auch 4 Jahren sein, sie kann es nicht so genau einordnen. Es ist schon sehr schlimm. Sexueller Missbrauch in dem Sinne, dass es wirklich bis zur Penetration gekommen ist, dass sie vergewaltigt worden ist? Also ich habe mal mit ihr drüber geredet, aber das ist das Problem, also ich vermute mal schon, also jetzt mir nicht direkt gesagt, aber sie hat es, sage ich mal, so ausformuliert. Und das hat niemand damals in der Familie mitbekommen? Sie macht Andeutung, dass es eventuell jemand mitbekommen hätte, aber sie ist sich nicht hundertprozentig sicher, weil sie eben auch schon recht lange her ist. Sie hat es auch recht stark verdrängt. Wie alt ist sie denn? Sie ist genauso alt wie ich. 21. Welche Auswirkungen hat diese grauenvolle Zeit auf eure Beziehung? Sind wirklich extrem. Also ich habe es mir am Anfang lief auch noch Sex und so, also ohne Probleme. Hat sie, ich sag jetzt mal, mitgespielt relativ, also weil sie mir einfach eine Freude machen wollte. Mhm. Und mittlerweile sehe ich jeden Tag, also wirklich jeden Tag eigentlich neue Probleme. Also von Schulproblemen, sie hat den Quali nicht mal geschafft, also sie hat nur... Den Quali nicht einmal, den qualifizierten Hauptschulabschluss. Ja. Hm. Und... Was macht sie jetzt beruflich? Sie hat momentan überhaupt nichts. Ist sie denn in einer therapeutischen Betreuung gewesen? Sie war in Betreuung als Psychologin, aber... Sie wurde von keinem irgendwo so richtig ernst genommen. Also und ich denke mal auch, weil sie nicht so richtig drüber reden kann. Ich bin der Einzige, mit dem sie drüber reden kann. Holger, das kann ich gar nicht glauben. Dass wenn sie bei einem guten Psychologen war, dass der Psychologe sie nicht ernst nimmt, wenn sie von dieser Vergangenheit erzählt. Ja. Vielleicht hat sie nicht richtig erzählt. Ich vermute mal, sie kann es nicht so richtig drüber erzählen. Ist meine Vermutung. Heißt das denn für dich, dass nicht nur, dass die Sexualität völlig gestört ist zwischen euch beiden, sondern dass das gesamte Zusammenleben unter einem großen Schatten steht? Ja, kann man sagen. Und also ich sag jetzt mal Beispiel, zum Anfang unserer Beziehung hat sie nicht mal in den Bus einsteigen können, solche Angst hat sie vor Menschen gehabt. Ist das so gravierend, dass du Angst hast, dass du irgendwann nicht mehr kannst und dass die Beziehung dann auch kaputt geht daran? Also das hoffe ich, denke ich mal nicht. Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt mit ihr seit 3 Monaten läuft überhaupt nichts mehr, sexuell gesehen. Mhm. Aber wie gesagt, ich akzeptiere es einfach, weil ich halt auch weiß... ich meine es nicht nur bezogen auf die Sexualität, sondern so etwas kann ja das gesamte Zusammenleben und den Alltag, lebt ihr zusammen in einer Wohnung? Wir leben zusammen, ja. So, das kann das ja sehr, sehr belasten, wenn sie auch so Angst, fast schon angsterkrankt ist. Hast du Angst, dass die Beziehung irgendwann kaputt geht daran? Nee.
Ja, ein bisschen Angst. Ja, hab ich eigentlich schon Angst. Hast du schon? Oder auch Angst, dass du irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Also mir macht es schon sehr zu schaffen. Wenn ich ehrlich bin, macht mich schon sehr zu schaffen, weil ich einfach auch nicht weiß, wie ich manchmal mit dir umgehen soll. Also hast du denn wie lange liegen denn diese eher schlechten psychologischen Betreuungen zurück? Sind schon Jahre her. Jahre. Also, ja. Ist denn in der letzten Zeit mal zwischen euch gesprochen worden, ob man das nochmal neu angehen sollte, könnte? Eine Therapie? Therapie? Nee, also. Oder vielleicht sogar einen stationären Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik, einen längeren? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Du kannst es ja gut einschätzen. Ich vermute, das Problem ist einfach Verwandtschaft und so, die würden mitbekommen oder würden fragen, was los ist. Mhm. Sie will einfach nicht, dass es jemand anderes erfährt. Bis heute ist es völlig verschwiegen alles. Nur du weißt es. Nur ich weiß es, ja genau, das ist das. Aber Holger, ich will dir mal sagen, das darf nur wirklich kein Grund sein, was die Verwandten munkeln, wenn sie in eine Klinik geht. Das darf kein Grund sein, das nicht zu tun. Natürlich, das stimmt. So wie du es gerade ansatzweise geschildert hast, ist ja ihr Zustand wirklich sehr besorgniserregend und bedenklich. Ja, sie hat auch recht starke Depressionen, sag ich jetzt mal, und Stimmungsschwankungen. Also ihr geht es von einer Seite gut. Und dieses dann, wird mit Sicherheit. Da meint sie auf einmal wieder. Ja, und dieses wird mit Sicherheit nicht von alleine weggehen. Ja. Und du bist, das ist ja auch gar nicht deine Aufgabe, und du wärst da auch völlig überfordert, dieses mit ihr aufzuarbeiten. Ich halte das wirklich von dem, was du ja gerade erzählt hast, für ausgesprochen dringend erforderlich, dass sie in sehr gute professionelle Hände. Also, momentan sind wir beide beim Psychologen. Also nicht partnerschaftlich, sondern getrennt. Und sie ist schon im Moment bei einem Momentan Psychologen. Ja, aber das Problem ist einfach, sie redet überhaupt nicht über den Punkt. Also kannst du sie denn nicht dazu bewegen? Ich vermute mal, ich habe jetzt gesagt, ich soll darüber reden. Sie soll nicht über irgendwas anderes reden, wie der Alltag läuft oder sonst was, wie es mit den Depressionen geht, sondern sie wirklich auf den Punkt, soll dem Psychologen sagen, wie es aussieht, was früher abgelaufen ist. Mhm. Und ich bin ja nicht dabei, also bei der Gesprächsstunde, aber ich vermute mal, sie kann das nicht sagen. Mhm. Vermute ich mal. So, ich möchte jetzt gern, dass du mit meinem Psychologen weiterredest. Ja. Ich möchte, dass der Peter, so heißt mein Psychologe, dir. Weil das ist ein schwieriges Feld. Man darf jemanden, der so eine Vergangenheit hat, auch nicht zu etwas drängen oder zu sehr irgendwo hindrücken. Ja. Ich möchte, dass er dir Tipps gibt, konkrete Tipps, wie viel Druck du doch vielleicht guten Druck auf sie ausüben kannst und solltest und wie du das machen sollst. Weil ich frage, gibt es da Selbsthilfegruppen speziell für Paare? Also, oder das, weil ja, das ist auch eine gute Frage, ob es speziell für Paare... Ich denke mal, für Paare ist es besser. Also, mich interessiert es für Paare, wenn zusammen... Gut. Bei getrennt, denke ich mal, ist das schlecht. Also gut, das kannst du mit Peter erörtern, auch diese Frage. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich gleich zurück. Okay. Und ich wünsche euch beiden alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Tschüss. Mach weiter so, ne? Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Noch eine Sonja. Die ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich mal durchkomme. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn, Sonja? Es geht um den liebenswerten Mitmensch. Ich glaube, Willi nannte er sich. Der Meinung war, klitoraler Orgasmus sei generell Quatsch. Ja, das war der Fachmann gerade, ne? Ja, ja. Der Fachmann in Sachen Frauen. Bitte? Der Fachmann in Sachen Frauen. Ja, unbedingt. Also der hat mich also schon ziemlich aufgeregt, aber teilweise auch zum Lachen gebracht. Das wollte ich einfach mal ganz klar sagen. Das habe ich gedacht, gerade während er gesprochen hat, wie viele Frauen jetzt vor dem Fernseher sitzen oder am Radio und sagen, was ist das denn für einer? Für ein Schwätzer. Also, was hast du gedacht? Sag. Bitte? Was hast du gedacht? Sag deine Meinung, deinen Eindruck. Also generell ist das Erste, was einem einfällt, komm Junge, du bist keine Frau, wie willst du das beurteilen können? Mhm. Ja. Dann kam dieser wunderschöne Satz, dumm, bummst gut. Mhm. Der hat mich ja fast schon wieder erleichtert. Warum erleichtert? Also, weil mir das irgendwie auch so ein bisschen was sagt über diesen Menschen, ja? Und dazu möchte ich halt ganz gerne mal sagen, dumm, bummst vielleicht nicht unbedingt gut. Nur unbedingt gerne. Sondern? Und die Quantität macht einfach nicht die Qualität wett. Ja. Also, was würdest du ihm denn konkret noch entgegenhalten zu dem, was er gesagt hat? Ja, ganz einfach, dass er sich da wirklich einfach mal vielleicht wirklich die
Mädels raussuchen, die diese Probleme nicht haben und ihm dann am Ende einen vorspielen, was für ein toller Kerl er ist. Ja. Also du hältst es durchaus für möglich, obwohl er mit so vielen Frauen schon geschlafen hat, dass da ganz viel Dinge vorgespielt worden sind von Seiten der Frauen und er das gar nicht geblickt hat. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Mhm. Ganz klar. Also solange es sich nicht um wirklich klitorale Stimulation handelt, denke ich mir, da wird er nicht viel Spaß gehabt, werden die Frauen nicht so sehr viel Spaß gehabt haben. Das hört sich für mich auch eher mehr nach Konsum an als nach Genuss. Ja. Ja, bei der Menge kann man das sagen, ja. Das finde ich auch. Guck mal, so eben gerade im Auto abgefickt, war toll. Ja, ja. Nun war das ja gerade eine andere Sonja, die von dem klitoralen Orgasmus gesprochen hat. Ja, aber ich habe mir breit eingegrinst, wie sie das erzählt. Würdest du dem zustimmen, wie sie es gesagt hat? Unbedingt. Ja. Unbedingt. Es ist auch deine Erfahrung. Ja. Und du würdest auch einen Rat an die anderen Frauen geben, wenn er da Probleme hat, konzentriert euch da auf diesen Bereich. Ja. Und unbedingt versucht es mal selber und alleine und kommt euch dabei überhaupt nicht lächerlich vor. Ja. Mensch, Sonja. Denn die Pferde sind oft so hilflos dann auch. Wenn sie dann spüren, sie erreichen praktisch nichts und Entschuldigung, manche gibt es wirklich, die hampeln sich da tierisch einen ab und sind totunglücklich und fühlen sich hinterher auch als Versager. Ja. Frau fühlt sich als Versagerin. Ja. Und wie soll er denn wissen, was er schaffen soll oder wie er es schaffen soll, sie glücklich zu machen, wenn sie selber absolut nichts sagen kann? Also ihr müsst erstmal gute Vorarbeit leisten, würde ich sagen. Ja. Ne? Mit euch selbst. Entdeckt euch selber. Entdeckt euch erstmal selbst, Mädels, und dann kommt schön frisch entdeckt zu uns. Ne? So kann man es ja auf den Punkt bringen. Ja. Ja, ne, warum nicht, ne? Ja, so. Aber ganz im Ernst, Sonja, was meinst du, was ich dieses hier schon oft gesagt habe? Und wie viele Frauen mir dann immer entgegnen, ach, das bringt mir ja nichts, wenn ich das alleine für mich mache. Und dann sage ich dann, doch, versuch es doch und mach es auch. Wie oft hast du es versucht, frage ich dann. Ja, 1, 2, 3 Mal. Und dann sage ich immer, das ist ja viel zu wenig. Habe ich recht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist vielleicht auch mal die Frage, wie man da dran geht. Ich meine, die Sonja hat erzählt, sie hat schon sehr früh damit angefangen. Ich kann von mir aus auch sagen, ich habe da schon sehr, sehr früh mit angefangen. Wann denn? Wie alt warst du? 10 vielleicht. Mhm. Und ich denke, kannst du dich noch erinnern, wie das erste Mal, wie du das entdeckt hast? Hast du irgendwie einfach nur rumgespielt oder? Ich habe es mit einem Jungen im Kinderalter. Oh. Nachgespielt, was wir bei seinen Eltern in der Nacht beobachtet haben durch Schlüsselloch. Hey, so ein schlimmer Finger, warst du schon als Kind? Nein, das verstehe das bitte nicht falsch. Wir haben aufeinander gelegen und rumgestöhnt, das war es eigentlich schon. Ach so, nackt? Aber dabei kam dann schon so irgendwie so der Aha-Moment, zwischen den Beinen ist was los. Ach so, ihr habt zu keinem Geschlechtsverkehr gekommen zwischen dir und dem Kind? Natürlich nicht. Und ihr wart angezogen? Wir waren Kinder, ja klar. Ach so, aber durch dieses Aufeinanderliegen und Reiben und so, und da hast du gedacht, gespürt, da ist was Interessantes los da unten. Richtig. Da muss ich mich mehr drum kümmern, hast du da gedacht. Nee, das eigentlich in dem Moment nicht unbedingt, aber das kam dann halt schon immer wieder so. Ist klar. Mhm. Und dadurch hat sich das dann irgendwie entwickelt. Ich kann dir nicht sagen, wie, das ist ein paar Jahre her, ne? Ich finde ja auch das völlig in Ordnung, wenn Kinder das früh für sich entdecken und die sollen man doch laufen lassen. Die sollen das auch für sich alles erkunden. Das ist dann auch dieses Unschuldige noch sich entdecken. Und wenn du erwachsen bist und schon einen gewissen Erwartungsdruck oder eine gewisse Erwartungshaltung hast, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und wenn du dann siehst in gewissen Sexshops oder bei Kondomi in Köln, da kriegst du dann halt Penis als Rappen geboten, die dich dann befriedigen sollen, das bringt es auch nicht. Mhm. Ja, wie willst du es dann wirklich entdecken? Ja. Ja, oder auch wenn du in Frauenzeitschriften liest, versucht mal mit einem Taschenspiegel, schaut euch mal unten an. Ja. Das habe ich als Erwachsene gelesen. Ich muss ehrlich zugeben, das war für mich auch ganz komisch. Das mal auszuprobieren, mich mal anzuschauen und das dann auch schön zu finden. Also du hast es mit dem Taschenspiegel, auch sehr lustig, du hast es dann mit dem Taschenspiegel gemacht? Nee, nicht gemacht. Ich habe mich einfach mal angeguckt. Ich habe mal geguckt, wie sieht das unten eigentlich überhaupt aus? Ja. Ja, aber das ist doch eigentlich das kleine 1x1, dass man sich schon mal von allen Seiten mal angeguckt hat, ne? Naja, sag mal ehrlich, hast du schon mal deinen Hintern betrachtet, so in allen Einzelheiten? Ja, als Kind schon. Wirklich. Echt? Ja, also cool, das war so in der Erkundungsphase, so zwischen 11 und 14, so, ja, hab ich gemacht, ne? Ja. Aha. Ja, und ich finde es auch sehr gut, dass man das macht. Ja. Also auf diese Ideen bin ich von selber einfach nicht gekommen. Ja, wir Jungs sind da halt ein bisschen flotter, ne? Wir sind da pfiffiger in solchen Sachen, das rauszukriegen. Sonja, schön, dass du auch noch angerufen hast und deine Meinung gesagt hast. Ja. Danke dir herzlich. Und alles Gute. Tito. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Susanne oder Susan, 18 Jahre. Oh. Hi. Ja. Ja. Schön, dass ich durchgekommen bin.
Bitte? Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, das finde ich auch. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich war circa vor knapp 2 Monaten mit meiner besten Freundin in einer Diskothek gewesen. Mhm. Und habe aber unter anderem jemanden kennengelernt. Mhm. Habe ihm gesagt, dass ich in festen Händen bin. Mhm. Und er wusste das, hat dann auch Theater deswegen gemacht. Das heißt Theater, Anführungsstrichen. Er hat dann halt gesagt, wie zum Beispiel, ja, kannst du nicht Schluss machen? Ich sage nein. Und halt in einem Hin und Her. Und circa nach 2 Monaten später hatten wir uns dann wieder gesehen in der Diskothek. Mhm. Haben uns dann guten Tag gesagt, ganz normal halt. Ja, währenddessen warst du... Und da fing er dann halt an und meinte, ja, was ist denn nur zwischen uns? Und ich so, nee, ich bin in festen Händen. Und was ist das denn für eine blöde Frage? Was ist denn nur zwischen uns, wenn man sich vor 2 Monaten einmal gesehen hat? Ja, genau. Also du warst da immer und noch das habe ich ihm ja auch gesagt. Ich sage, ich möchte dich, wir können ja auch nicht, wir können auch eine freundschaftliche Basis machen. Wir müssen uns erstmal kennenlernen. Eher geht's ja nicht. Ich meine, ich kann nicht von heute auf morgen sagen, ich liebe dich oder ich hab dich lieb oder so, habe ich auch zu ihm gesagt. Also du warst da noch in festen Händen? Ja, bin immer noch in festen Händen, immer, hab einen Freund. Und wie lange schon? Seit 8 Monaten jetzt. Ja. So, weiter, zurück zum Stück. Ja, und das war dann halt stinkig hin und her und dann hatten wir uns dann nicht mehr gesehen. Dann ist dann eher abgehauen und dann habe ich mich dann doch in ihn verliebt gehabt. Und wo ich dann, ja, also es war wie? Dann... Wie? Einfach so? Einfach so, ja. Beim zweiten Mal sehen? Wir haben uns ganz normal dann unterhalten, wie beste Kumpels halt. Und er hat mich verstanden, was mein Freund nicht so wirklich macht. Der versteht mich halt nicht so wirklich, wie ich das gerne Moment, hätte. Moment, stopp. Du hast den das zweite Mal gesehen. Ja. Wieder in der Diskothek? Ja, wieder in der Diskothek, wo ich damals mit meiner besten Freundin war, ja. So. Und da sagst du, der hat mich verstanden? Was kann man denn großartig Tiefschürfendes in der Diskothek reden, wo einem die Ohren zugeballert werden? Ja, wir haben uns halt ganz normal über alles eigentlich unterhalten. Über sämtlichen Mist haben wir uns halt unterhalten. Und das fandst du gut? Das fand ich halt toll, ja. Und dann ging der irgendwann... Und der ging dann mit seinem Kumpel, ging der dann nach Hause. Ich bin damit zu meiner besten Freundin gefahren und da habe ich dann die Ohren voll geningelt, habe halt ja gesagt... Dass ich, Mensch, ich bin verliebt. Ich bin verliebt, ja. Und da ist es um mich geschehen. So, und das ist der Zustand im Moment auch noch. Ja, ist immer noch der Zustand. Hast du den Typ ja nochmal gesehen, drittes Mal? Nee, wir waren dann im Kontakt gewesen, hat er mir dann SMS geschrieben und hin und her und seitdem an hat er dann, das nächste ist vor circa einer Woche, hat er mir da SMS geschrieben. Da stand dann halt drin, dass er sich eingeengt fühlt. Was er damit meinte, weiß ich nicht. Eingeengt? Dass er sich eingeengt fühlt, ja. Und von dir? Ja, von mir. Warum? Weiß ich nicht, hat er mir nie beantwortet. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, was er dann damit meinte, mit eingeengt. Und da hat er halt gemeint, es ist nicht nur der Grund, es gibt auch noch andere Gründe. Daraufhin habe ich ihm wieder zurückgeschrieben, was gibt es denn noch für Gründe? Und hat er mir seitdem, man hat er nicht wieder geantwortet. Ich versuche ihn anzurufen. Ist aber ein bisschen Kinderkram, finde ich, ne? Oder? Mhm. Also wenn eingeengt fühlt, erst baggert er dich an. Ja, nichts getan, oder? Ja, erst baggert er dich an. Ja, genau. Und dann... Gehst du auf ihn ein? Ja. Das merkt er. Mhm. Und dann sagt er, fühlt sich eingegangen, was ist denn da los? Mhm. Ich habe auch meinen jetzigen Freund, mit dem ich jetzt 8 Monate schon zusammen bin, so ein bisschen vernachlässigt und wollte auch schon nicht mehr so wirklich mit meinem jetzigen Freund. So. Ich mache mir, Susanne, ich mache mir eher ein bisschen, also den Typ verstehe ich überhaupt nicht, finde ich albern, das Verhalten. Ich mache mir ein bisschen Gedanken über dich, was mit dir los ist. Da triffst du zweimal in der Diskothek jemanden und das haut dich so um? Ja, es hat mich voll umgehauen. Ich habe ihn gesehen und das ist um mich geschehen. Vielleicht nicht immer so das erste Mal, aber wo ich dann ihn das zweite Mal halt in der Diskothek gesehen hatte, das ist um mich geschehen. Ich hatte dann meine Freundin... Also aber lass mich sagen, das sagt ja auch eigentlich viel aus über deine Beziehung. Die scheint ja dann, du hast es ja gerade sogar angedeutet, auch nicht so dolle zu sein, ne? Du bist unzufrieden in der Beziehung. Ja, schon. Bisschen, ja. Jetzt ist leider die Sendung vorbei. Du hörst die Musik. Ja. Also um den Typ würde ich mich nicht weiter kümmern, über den du da kennengelernt hast, weil das finde ich ein ziemlich albernes Verhalten. Ja. Erst heiß machen und dann sich eingeengt fühlen. Was ist da los? Unsinn. Ich würde mir an deiner Stelle noch eingehende Gedanken machen über die Beziehung, die du führst, ob die gut ist und was du für Konsequenzen daraus ziehen solltest. Vielleicht solltest du Schluss machen, vielleicht solltest du da rausgehen aus der Beziehung und frei sein. Oder ob es Möglichkeiten gibt, die Beziehung doch irgendwie zu verbessern. Wenn du möchtest, rufen wir dich gleich nochmal an, dann machen wir nicht so abrupt Schluss hier, okay? Okay. Bis gleich. Dann bis gleich. Jo, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht und für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Michael Jansen,
Heinrich Danzig, Corinna Mindermann, Marc Sommer, Heinrich Parth und Peter Ofsianowski. Wir sind nächste Woche wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Montag auf Dienstag dann auch wieder mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr uns schon erreichen unter dieser Nummer hier 0800 22 050 50 oder mailen unter domian@wdr.de. Schönes Wochenende, bis nächste Woche. Tschüss.